Öfel hier hinter mir, ein anderes Liegeplatz. Also bei uns können mehrere Personen gleichzeitig schlafen, aber das kommt keiner mehr. Aber das ist eine andere Story. Jetzt nochmal zurück, welcher Patient oder welche Patientin hat am meisten Eindruck hinterlassen in deinem langwöchigen Klinikaufenthalt? Das ist eindeutig der Amerikaner gewesen, der war ja Soldat in der Kaserne, ganz in meiner Nähe, und mit denen hatte ich ja beruflich auch immer zu tun, weil ich auch ein bisschen Englisch kann. Der hat einen anderen Rhythmus gehabt. Ich habe ja kaum geschlafen. Bullenhitze, Fenster auf, Türen auf, Durchzug. Necke dich, heißt es auf Schwäbisch, lag man da ohne Zudeck und hat trotzdem geschwitzt. Fenster ging ja gar nicht richtig auf. Und dann hat einer gefragt, warum kann man das Fenster nicht aufmachen? Und dann habe ich geantwortet, sonst springst du raus, wenn du Schmerzen hast. Dann haben welche geschrien nachts. Also ich war nachts wach, habe auch alle Umtriebe auf den Gängen mitbekommen. Patient rein, Patient raus, Todesfälle. Und der hat aber nur geschlafen, den ich jetzt meine. Viele haben einfach nur geschlafen. Entweder haben sie entsprechende Medikamente bekommen aus medizinischen Gründen oder der war nicht viel wach. Und wenn er wach war, hat er mit mir Englisch gesprochen. Das war ganz interessant. Ich habe deswegen auch ein Hörspiel gemacht. Auf meiner Homepage kann man das nachlesen. Damals schon, nach dem ersten Schlaganfall, dann kam ja noch der zweite. Der war noch ein bisschen härter, sowas, glaube ich, in der Reihenfolge. Und heute gehe ich jetzt gleich zum Arzt wegen der Frage, ob ein Führerschein möglich ist oder ob ein Führerschein mit Auflagen möglich ist. Das muss natürlich von medizinischer Seite erst einmal beurteilt werden. Hämianopsie. Aber darum ging es nicht. Es ging mir um den Amerikaner, was der jetzt wohl macht. Und der hat bar gezahlt. Ne? Das ist mir erspart geblieben. Als die Amerikaner haben ein anderes Sozialsystem. Das habe ich auch schon hier gesagt. Er musste leider bar bezahlen. Aber das war ein anderer, der gezahlt hat. Er musste bloß sein Handy da irgendwie in die Kamera halten und schon wurden irgendwo Dollars abgebucht. Ansonsten war der hochinteressant und wo er mal wach war, hat er auch erzählt, was er erlebt hat und dass er jetzt zurückfliegen würde in sein Heimatland. Und ich habe dann auf Englisch, auf schlechtem Englisch halt erzählt, dass ich da nie war, dass ich eigentlich andere Verwandte dort und Verwandtschaft habe ich auch dort. Und er war aber ein bisschen woanders. Da irgendwo in Nordamerika war das, Nordostamerika, an der Grenze zu Kanada. Ja, das wollte ich noch schildern und dann geht's mal auf Gas. Mal sehen, was die Ärzte zu sagen haben. Ich muss ja mehrere Ärzte heute besuchen und zwischendrin auch noch mal ein paar dumme Kommentare abgeben. Das war's. Tschüss.